Vom Ende einer Ära wollte Martin Römers erzählen. Letztendlich brauchte er 12 Jahre, um die letzten Schatten des Kalten Krieges kurz vor ihrem Verschwinden abzulichten. Vieles von dem, was ab heute in Leipzig zu sehen ist, ist inzwischen wirklich fort. Demontiert von Schrottsammlern. Eingefallen, Gras drüber. Manches hingegen steht nach wie vor. Dieser verlassene russische Panzer wurde in der DDR-Zeit als Zielobjekt für Schießübungen benutzt. Der kleine Bunker im Hintergrund, der ein bisschen wie ein rufendes Gesicht aussieht, stammt wiederum aus der Kaiserzeit. Der ist immer noch da. Die Russen sind inzwischen weg. Das rote Zeichen auf dem Mast wiederum stammt von der Bundeswehr, die heutzutage das Gelände für Schießübungen nutzt. Was wir hier sehen, ist über ein Jahrhundert aufgeschichteter Geschichte. Zeit spielt in Römers Bildern eine wesentliche Rolle. Diese Aufnahme eines Bunkers in der litauischen Ostsee belichtete er für 20 Minuten, sodass die Wellen zu einem geisterhaften Teppich verschwimmen. Römers ist im Kalten Krieg in den Niederlanden aufgewachsen. Der Ost-West-Konflikt war allgegenwärtig. Doch dann fiel die Mauer. Ich war noch Student, als die Berliner Mauer fiel. Viele Fotografen stürzten sofort nach Berlin, um natürlich die Mauer zu fotografieren. Mich allerdings interessierte vielmehr die industrielle Kultur der DDR. Römers fuhr nach Zwickau zum Sachsenringwerk. Bei seinem zweiten Besuch war bereits klar, dass die Produktion des Trabi eingestellt werden wird. Die Fotoserie machte Römers in seiner Heimat sofort berühmt. Und er wollte die Serie nun auch dort zeigen, wo er sie aufgenommen hatte, in Ostdeutschland. Ich fuhr mit den Fotos zur Leipziger Buchmesse, um eine Ausstellung im Osten zu organisieren. Aber es war absolut niemand an den Bildern interessiert. Trabant, so hieß es, wäre alter Krempel aus der Vergangenheit, der niemanden mehr interessiert. Das hat mich ziemlich verwirrt, denn in den Niederlanden war dieses Projekt unglaublich populär. Mittlerweile ging die Serie um die ganze Welt. Gerade hat auch das Deutsche Historische Museum in Berlin sie als ein ganz besonderes Zeitdokument angekauft. Auch hier sieht man das Ende einer Ära, die heute, kaum 30 Jahre später, fast unwirklich scheint. This is, yeah, it feels like another time. It was another time. It sure was. Im letzten Bild sieht man hinten schon die Zukunft, einen Güterzug voller Volkswagen. Geschichte bleibt nicht stehen, auch wenn dieses polnische Atomraketensilo leer ist. Atomraketen gibt es noch immer, nur kann man sie nicht besichtigen. Auch wenn der Munitionsschrott längst geräumt und eingeschmolzen ist, viele der Bunker stehen bis heute einsatzbereit. Das ist ein Bunker der NVA. Und daneben einer der Bundeswehr. Wenn man sie miteinander vergleicht, sieht man, dass sie ganz ähnlich sind. Nicht nur die Bauweise war ähnlich, sondern die Angst, aus der sie errichtet wurden. An der holländischen Grenze stehen bis heute diese Türme, von denen man einst anfliegende Russen zu bemerken hoffte. Trotz NATO-Bund. Und auch Atomtestgelände wie hier in England gibt es nach wie vor. Die Bilder sind hochaktuell, selbst wenn sie Bilder sind, die uns an eine Vergangenheit erinnern. Aber diese Vergangenheit ist nicht vergangen, sondern das, was wir hier sehen, lebt eigentlich fort in anderer Form. This is another one of the tunnel series. Das ist ein weiteres Bild aus der Tunnelserie. Das ist auf der Krim in Sevastopol. Als ich dort war, gehörte das zur Ukraine. Jetzt ist das russisch. Das ist ein U-Boot-Hafen mit einer Werkstatt. Als ich diesen Ort betrat, dachte ich sofort, das wäre ein wunderbarer Drehort für den nächsten James-Bond-Film. Diese Bilder mit den gespenstischen Kulissen sind nicht allein Dokumente einer abgeschlossenen Ära. Ihre Bedeutung bekommen sie erst durch den Blick aus dem Heute. Was wir sehen, sind Misstrauen und Angst. Und das klingt alles andere als abgeschlossen.